So Freunde, wie versprochen, wir sind mal wieder am Erdbeerhof und heute gibt es das versprochene Video. Ich führe euch mal durch. So, im Februar hat der Erdbeerhof noch Weihnachten. Und jetzt gehen wir erstmal mit Tommy rutschen. Rutsche, rutsche. Erstmal schön die Erdbeermarmelade probiert und hier wird sie produziert. Fantastisch. Und da habt ihr heute mal den Einblick vom Inneren des Erdbeerhofs. Und hier wird es richtig spannend. Hier gibt es nämlich Essen. Und hier gibt es richtig tolle Schnitzel. Und hier gibt es Torte, Schlagsahne. Alles, was man so braucht. Oh, Anna, Eis, das war mir auch neu, haben wir auch noch nicht gesehen, hier eine Eisbahn, sehr cool. Und da ist wieder Tommys geliebte Rutsche. Jetzt geht's wieder Rutsche, Rutsche. Jule, komm bitte zu Klasse 2. Danke. So, viel Spaß. Ja, aber du. Ja, und jetzt sind sie wieder auf der Piste. Das ist eigentlich so schön zu beobachten, wie Tommy eigentlich zurückblicken kann, ne? Also wie er gewisse Dinge reflektiert und wir merken das schon bei der Herfahrt, schon viele hundert Meter vorher erkennt er eigentlich, wo er genau ist und weiß eigentlich, was jetzt passiert. Ne? Er weiß schon ganz genau, dass er jetzt rutschen kann und dass es jetzt eigentlich, ja, dass es jetzt eigentlich hier ist. Und genauso ist es zu Hause. Wenn wir in der Nähe von zu Hause sind, kann er das auch sehr schnell wieder sich daran erinnern.
Also sein Gedächtnis funktioniert sehr gut. Und er kann das halt auch verknüpfen. Und das sind so Beobachtungen, die halt ganz, ganz wichtig sind. Ne? Aber jetzt warten wir mal ab, bis sie kommen. Hier ist ganz schön was los an der Rutsche. Jetzt sind sie gleich dran. Na los jetzt. Jetzt sind sie dran. Sie begeben sich auf Start- und Rutschposition. Und los geht's. Die Bahn ist frei. Und Anna heute nicht im Krabbenkostüm, sondern im Schornsteinfegerkostüm. Mal sehen, was wir heute für Zeiten schaffen. Und naja, die Startgeschwindigkeit ist jetzt nicht die größte. Tommy ist noch nicht so motiviert. Aber es geht und es hat mir wahrscheinlich gefallen, sodass es jetzt nochmal hochgeht. Und genau so sieht es aus. Und auf zum zweiten Lauf. Tommy, die alte Kaulquappe mit Schornsteinfeger Anna im schwarzen Kostüm unterwegs hier auf der Piste. Und da sind sie mit einer Affengeschwindigkeit. Fantastisch. Was ist das? So schnell wurde er jetzt zum Gras. Hier machst du mal, was von dir verlangt wird. Zieht hier die Mutti hinterher. Und Tommy, rutsche, rutsche. Kann er auch alleine rutschen? Anna? Kann er auch alleine rutschen? Nee. Nee. Warum nicht? Geht's in die dritte Runde, geht's und das ist ein Affenzahn. Das ist die Geschwindigkeit, die wir sehen wollten. Hervorragend und weiter geht's. Und ein neuer Start. Anna, kannst du noch? Und die nächste Runde nach Startschwierigkeiten. Ist der August unterwegs mit seinem Stock? Jawoll! So, und jetzt ist Tommy wieder auf Startposition und Anna im Schornsteinfegerkostüm. Als Teamleader gibt sie jetzt Vollgas. Mal sehen, ob wir jetzt eine Bestzeit hinbekommen. Der Start hat natürlich Schwierigkeiten, aber sie nehmen an Tempo auf und Höchstgeschwindigkeit des Tages. Vollgas! Jawollo! So, Tommy, die alte fliegende Kanonenkugel. Schon bekannt und oft eingesprungen, ist er natürlich trainiert hier für die Angelegenheit. Er bereitet sich für den Ring vor und ab in die Arena, mein Freund. Achso, Hose auch noch. Er zieht sich ganz aus. Solange er da nicht nackig hüpft, ist alles in Ordnung. Aber jetzt geht's los. Schwuppidiwupp.
Die hüpfende Kanonenkugel Tommy. Er springt wie ein Känguru, wie ein Kornickel im Weizenfeld. Ja. Wieder versucht immer ein Tommy. Ja, dann das ist halt alles unscharf, außer das, was du anfokussierst. Ne? Ja. Thank you.
Freunde, ein wunderschöner Tag und wir verfolgen jetzt einfach mal Tommy mit Vollspeed, rennt er über den Campingplatz. Er hat immer ein Ziel und das ist da hinten eine Ecke, wo er Stöckchen findet. Hier kann er sich richtig austoben. Die Wiese ist zwar noch ganz schön nass, weil der Januar, Dezember halt so feucht war, aber jetzt hatten wir hier schon 2 Tage richtig viel Sonnenschein und so langsam trocknet das alles ab. Aber jetzt müssen wir echt gucken, was Tommy macht. Keine Angst, hier ist alles umzäunt. Und er hat seinen Stock schon. Jetzt geht's wieder zurück. Ich hoffe, es geht nicht wieder zurück. Hier ist er mal ganz frei. Wir folgen ihm einfach, was er da so treibt. Es geht eigentlich meistens um Stöckchen. Okay, der Stock geht nicht raus. Und da machen wir noch raus.
Und es geht wieder zurück an die alte Stelle. Sehr interessant. Reißt da hinten alles ein. Das ist aber auch ein Wetter heute. Schon so eine richtige Frühlingsstimmung. So, ihr wolltet ja sehen, was passiert, wenn Tommy was nicht passt, dann passiert das. Genau das. Ja, Tommy, dann such halt selber den Weg. Für all die, die immer nachgefragt haben, wie reagiert Tommy, wenn da irgendwas nicht passt, das war's. Ne? Er wollte das Stöckchen haben und ich habe aber gerade gefilmt und habe nicht gleich reagiert. Dann kann das dabei rauskommen. Ne? Aber halb so dramatisch, da kriegt sich relativ schnell wieder ein. Und er muss natürlich auch lernen, gewisse Dinge selber zu machen und dass nicht immer alles sofort passiert. Jetzt geht's wieder zurück. Mal sehen, wie lang. Kann natürlich passieren, er dreht wieder um.
Freunde, das soll es wieder mal gewesen sein. Das waren ein paar Eindrücke. Heute etwas länger von der Ostsee, ne, in den Ferien. 3 Tage. Ja, kann man sich auch schön machen. Ne? Und bei so einem tollen Wetter geht das natürlich auch im Februar. Ja, natürlich spricht jetzt Tommy mit. Hast du uns noch was zu sagen? Necker? Nee, jetzt ist er ruhig. Gut. Ja, das ist halt auch so. Wir haben das Video jetzt angeguckt. Jetzt schneiden wir das zu Ende und dann seht ihr es heute Abend. In diesem Sinne, macht's gut, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Fragen wie immer unten in die Kommentare. Das war's.